Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Minecraft. Peaceful, allerdings. Ohne böse Monster. Und das ist jetzt mehr ein Test, also seid nicht ganz verwirrt, wenn ich das jetzt hier spiele, beziehungsweise mich mal erstmal ein bisschen umgucke, weil ich habe seit ungefähr 35.000 Jahren kein Minecraft mehr gespielt. Und ich wollte einfach nur mal gucken, das ist wie gesagt nur ein kleiner Test, ob und wie das überhaupt auf dem Kanal ankommt, ob man damit Zuschauer akquirieren kann, was man damit für Zuschauer akquirieren kann und so weiter und so fort. Und wie man sieht, wir spielen hier die Vanilla-Version und ich weiß echt gar nichts mehr. Ich weiß keine Tasten. Ach, press E to open your inventory. So, und das kann ich ja so ablegen. Und da kann ich mir hier schon mal Zeug bauen. Und so ging doch, glaube ich, eine Crafting Box. Genau, ein Crafting Table. Das war nicht der Plan. Ach, ich drücke die ganze Zeit Tab. Ich bin so. Sehr schön. Ich bin so verdorben von. Konnte man nicht irgendwie so eine Axt bauen? War das nicht so? Nö, anscheinend geht das so schon mal nicht. Aha. Ja, nee, war nicht der Plan. So hier vielleicht irgendwie. Ach so, ich glaube, wir brauchen einen Stick. Oh, hier. Meine Fräse. Ich möchte mir doch eigentlich nur eine Holzaxt bauen. Zack, zack, zack. Nee, das hätten wir anscheinend alles gern wieder. So, und jetzt haben wir uns ein paar Sticks gebaut. Und mit den Sticks möchte ich jetzt eine Axt bauen. Das geht aber so anscheinend auch nicht. Scheiße, ich habe Rezepte, keine Ahnung, Spiel, keine Ahnung, überhaupt nichts, keine Ahnung. Aha, das ergibt also eine Schaufel. Und das ergibt eine Wooden Hoe. Und das ergibt jetzt endlich eine Axt. Und die Axt möchte ich doch sehr gerne nehmen. Ja, den Kiki hier sind, sammeln wir mal wieder ein, damit wir uns erstmal ein bisschen Holz abhackern können. Ich muss mal gucken, ob und wie man hier, ob man Minecraft überhaupt jemanden noch präsentieren kann, ob das noch aktuell ist oder so. Aber ich hatte einfach mal wieder Lust. Ich bin jetzt durch Stranded Deep die ganze Zeit so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, verdorben. Ist zwar ein schönes Open World und Survival Spiel und so weiter und ich glaube, ich werde die Folge erstmal so stehen lassen. Ich werde, glaube ich, The Forest dann auch nochmal angucken. So, wo ist denn hier unser Crafting-Ding? Und The Forest vielleicht auch mal auf Peaceful mal angucken. Das könnten jetzt manche langweilig finden. Das könnte ich sogar akzeptieren. Aber das soll mich jetzt gerade erstmal nicht weiter interessieren. So, und eine Spitzhacke. Gucken, ob die so ging. Ja, die ging so. Dann hätten wir auch noch eine Spitzhacke. Und mit der Spitzhacke können wir dann irgendwas abbauen, was uns was nützen könnte. Da unten zum Beispiel. Ein wenig Stein und das sieht doch aus verdächtig aus wie Kupfer. Ist das denn auch Kupfer? Möchte das Kupfer sein? Warum ist meine Stoppuhr nicht an? Geh weg, Huhn! Niemand braucht dich. Ach, das kann ich das nicht abbauen mit meiner Holzspitzhacke vielleicht? Gold, sag ich. Habe ich Gold gesagt? Habe ich nicht. Du Scheißhuhn, verpiss dich! Geh weg. Geh weg, Huhn. Ja, vielen Dank. Ich möchte doch nur mal in Ruhe das hier abbauen. Dauert natürlich ungefähr 80 Millionen Jahre, hier diesen Block klein zu klöppeln. Gab's da jetzt überhaupt was? Nee, das bringt anscheinend gar nichts. Aber hier gibt es zumindest Cobblestone und mit Cobblestone könnten wir uns ja dann schon mal ein kleines Häuschen bauen. Und genau das ist der Plan. Kleine Häuschen bauen, in die wir dann einziehen können. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie sich so alles ergibt. Weil ich habe ja, wie gesagt, ist jetzt anscheinend kein Sand mehr gewesen. So, hier möchte ich aber gerne wieder raus. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wo wir uns hier was Schönes hinbasteln. Ich hätte nämlich, hier sieht es eigentlich schon sehr nett aus, ich hätte gerne erstmal ein grundlegendes kleines Häuschen, wo ich meine Existenz darauf aufbauen kann. Und jetzt fragen sich natürlich vielleicht einige, Robert, was soll das mit dem Peaceful?
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Lust und Interesse, Stress in Spielen zu haben. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich spiele, um mich zu entspannen, nicht um mich neuerlich unter Stress zu setzen oder sowas. Und genau aus diesem Grund habe ich hier das Peaceful angemacht, damit wir hier in Ruhe unser Ding durchziehen können. Erstmal gucken, wie die Videoqualität wird und so weiter und so fort, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Aufnahmeprogramm spinnt ein wenig, was die Aufnahme angeht. Also entsprechend ist jetzt noch nicht mal ganz klar, ob das jetzt so überhaupt erscheint, wie ich das gerade mir vorstelle. Weil das zittert irgendwie so ungünstig hin und her. Ich wollte eigentlich was anderes aufnehmen. Ich wollte Cubic aufnehmen. Das kann man bei Steam kaufen. Ist gerade im Angebot. Ist auch so eine Art Minecraft, sage ich mal, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Und ja, wollte ich aufnehmen. Hat nicht geklappt, weil das Spiel ist rein voxelbasiert. Und dann bin ich nämlich auf genau das gleiche Problem gestoßen, wie ich bei Outcast gestoßen bin, bei dieser Outcast 1.1-Version, bei diesem neuen Release. Kurze Erklärung, was Voxel ist. Voxel ist auch bloß eine Darstellungstechnik, müsste man sagen, aber diese ganzen Aufnahmeprogramme, sprich meins, was ich benutze, das ist ja das D3D-Gear, das setzt sich quasi auf die Rendering-Technik Direct3D auf und zeichnet das auf. Und Voxel wird immer rein über die CPU abgehandelt, weil die Grafikkarten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, für Voxel nicht besonders gut gemacht sind. Die können das wohl nicht so schön abbilden, wie auch immer. So, und jetzt haben wir hier schon mal einen Haufen. Ne, das war schon richtig. So, wir brauchen nämlich erstmal ganz viel Holz. Holz der Teufel. Jetzt hört man hier bestimmt, wie ein Verrückter auf der Maustaste rumhämmere, weil gedrückt halten ist nämlich nicht. Und ach, ich muss mir das Tab-Drücken abgewöhnen. Ach so, ja, man kann natürlich mein schöner Avatar ist immer noch da, nämlich Batman. Finde ich gut, dass der noch da ist. Den habe ich vor 80 Jahren, als ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, habe ich den mir reingeladen. Und er scheint immer noch da zu sein. Uiuiui, was haben wir denn hier gleich Schönes? Tiefe, 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 tiefe Höhle. Sehr gut. Gleich eine Höhle um die Ecke, da wo wir unser Häuschen hinsetzen wollen. Aber muss ja erstmal mit irgendwas anfangen. Und das ist nämlich einer ganz kleinen Hütte. Schön, dass wir auch Sand in der Nähe haben. Das ist hier also ein relativ optimaler Spot. Das da müsste natürlich noch weg, damit das hier alles schön aussieht. Und ich habe allerdings vergessen, wo wir die Crafting Box hingepackt haben. War die hier nicht irgendwo in der Nähe? Scheiße. Direkt verloren, die Crafting Box. Oh, was soll's. Dann bauen wir uns eine neue. Da ist der E. Benchmarking. So, haben wir uns eine neue Crafting Box ge gebaut. Und die wollen wir hier hinstellen. Genau, zack, dort. Und da bräuchte man nämlich noch eine. Ho. Weiß allerdings nicht genau, wie die funktioniert, die Ho. Vielleicht so. Das ist eine Axt. Eine Axt haben wir schon. Die allerdings auch gleich kaputt ist, können wir uns gleich noch eine craften. Ne, ich brauche eine Spitzhacke. Keine Spitzhacke, sondern hier was, um den Rasen äußerst effektiv niederzumähen. Und genau das machen wir jetzt hier erstmal. Erstmal ein bisschen begradigen, damit wir Platz haben fürs Häuschen. Und vielleicht werde ich auch, wenn das gut ankommt, werde ich auch irgendwann noch ein paar Grafikmods aktivieren oder so. Ich hatte jetzt einfach mal wieder Lust, ein bisschen Minecraft zu spielen. Und dazu nebenbei einfach ein bisschen zu quatschen. Und ja, wie gesagt, ist nicht gesagt, dass das ein endgültiges Projekt ist. Bin mir nicht ganz sicher, wo hier die Reise hinführt. Und die Sonne geht unter, aber wir haben ja dank Peaceful, ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich jetzt hier mich gleich erschrecke. Nee, es ist alles Peaceful eingestellt. Haben wir ja theoretisch erstmal Ruhe. Und ich möchte mir jetzt gerne erstmal ein kleines Häuschen aus Holz bauen. Dafür haben wir das Holz hier nicht abgeschlagen, dass wir was Häuschenmäßiges hinsetzen können. Häuschen, Häuschen. Holz, der Teufelchen. Das sollte ein Reim werden, das hat nicht geklappt. So, zack, 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 zack. Und ja, es gibt natürlich eine Menge andere Spiele, die so ähnlich sind wie Minecraft.
Aber das ist dann alles wieder Early Access und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf Early Access gerade keinen Bock mehr. Jetzt gerade wieder ein paar Euro verbrannt, einfach für nichts. Ja, für nichts und wieder nichts. Wooden Pressure Plate. Nee, sowas möchte ich noch nicht haben. Wir bauen uns jetzt erstmal, so wie es ist, ein Haus. Erstmal hier so eine Art Fundament schaffen. Obwohl, nee, das sind jetzt schon die Außenwände. Das ist gar nicht mehr das Fundament. Und eine Tür wäre noch schön. Und dann, wenn wir dann erstmal ein paar Wände hochgezogen haben. So, wie machen wir denn eine Tür? Gib mir das mal. Verdammt, das ist schon mal keine Tür. Och, komm schon, hier. Gib's gleich wieder her, den Scheiß. Gut, dann gibt's halt erstmal keine Tür. Was soll's? Ich brauche keine Türen in meinem Haus. Da es ja keine Monster gibt, können wir hier erstmal irgendwo so reinlaufen. Und Fenster sind auch erstmal nicht notwendig. Zumindest nicht an der einen Wand. Und das müsste ich aber dann bis zur nächsten Folge mal definitiv rausfinden, wie man hier so, wie man Fenster baut. Wissen tue ich es nicht. Fenster. Also doch, Fenster weiß ich, glaube ich, noch, aber eine Tür. Darum geht es mehr. So. Können wir die hier nicht nochmal stacken? Zack. Haben wir jetzt einen 49er Stapel noch. Oh, ich denke, wir kommen. Huch. Wir kommen damit ganz gut hin. Fenster können wir uns dann nachträglich wieder reinschlagen. Das ist besser, als wenn ich jetzt hier irgendwie Platz lassen muss. Das mal. Ich will jetzt erstmal bloß so eine grundlegende Behausung haben. Theoretisch müssten wir dann auch noch was finden, damit wir mal schlafen können. Das bedeutet aber, hier müssen wir erstmal irgendwo ein Schaf abfangen, das uns dann Wolle fürs Bett gibt. Ich glaube, das war notwendig. Nee, das möchte ich nicht, dass du hier bist. Da hat meine Uhr gewippt und mal gucken, was sie sagt. Boah, die sagt irgendeine unwichtige E-Mail. Unwichtige E-Mails kann ich auch zu Zeiten lesen, wenn ich Lust und Laune habe. Autsch, das tat direkt weh. So, und jetzt pack mal hier noch ein Dächelchen obendrauf. Die da Dächelchen. Dächel, Dächel, Dächel. Und so. Super. Das nenne ich doch mal ein Haus. Schlagen wir uns hier noch ein Fenster rein. Gleich eine Fensterfront. Das darf hier nicht alles so langweilig aussehen. Ich will ja auch was sehen von der Welt. So, super. Und den gleichen Spaß machen wir hier drüben auch. Und da ist die Axt auch schon kaputt. Zum Glück haben wir uns eine neue gebastelt. Jawohl. Okay. Axt, die Axt, die Axt. Das hätten wir auch gemacht. Und das und das und das und das. So, grundlegend können wir hier arbeiten. So, und jetzt möchte ich trotzdem nochmal zur Box gehen. Und jetzt überlege ich, wie ich vielleicht irgendwie doch noch eine Tür kriege. Ja, so schon mal nicht. Das ist mir bewusst. Und da sind die Sticks alle. Sticks. Brauchen noch ein paar. So, und jetzt dachte ich mir, dass hier vielleicht so eine Tür entsteht. Nee. Verdammt. Wie entsteht bitte eine Tür? Jetzt mal so ganz einfach von der Logik. Tja, mit logisch denken ist es bei mir halt nicht so weit her.
Oakwood Planks und Acacia Wood Planks haben wir da. Okay, wie baue ich eine Tür? Gut. Damit das nicht ganz so frustrierend ist, hole ich das Telefon raus und sage jetzt mal Tür und Minecraft. Zeig her, wie geht's? Das ist ja einfach. Okay, zack, 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 eine Tür. Super, es sind sogar drei Türen. Was soll ich denn mit drei Türen? Ich brauche doch nur eine. Seit wann ist das denn so? Seit wann ist das denn so? Super. Und ich habe super spektakulär, hervorragend. Zack. Boah, geil. Eine Tür. Eine Tür. Ich hätte sogar noch ein paar Fenster. Gibt es auch Fenster ohne. Wie heißt denn der Spaß? Fenster ohne Glas? Fenster? Minecraft. Bilder. Gucken wir direkt in die Bilder rein. Doch, da werden wir einen Glasblock für brauchen. Schade, schade. Glasblock haben wir gerade nicht. Das bedeutet, wir müssen dann in nächster Zeit erstmal. Ah, so geht's auf und zu. Wunderschöne Behausung, Mensch. Hier möchte ich immer wohnen. Das ist tatsächlich, das ist wie im echten Leben. So sieht mein Haus auch aus im echten Leben. Das Haus, das ich nicht besitze. So, wir brauchen Stein. Haben wir ja tatsächlich. Oh, wir haben ja sogar, glaube ich, sogar ausreichend Stein. Gleich mal gucken, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Nein, das geht nicht so. Müssen wir vielleicht doch mal auf dies. Wo auch immer schon wieder diese Box hin ist, diese Crafting-Kiste. Da ist er. Direkt gegenüber von der Tür, ganz weit weg. Okay, hallo Crafting-Kiste. Ich hätte gern. Hier habe ich nämlich sogar schon Sand. Ein Furnace. So, und jetzt bauen wir das hier nämlich auch noch ab. Nehmen es mit und stellen es erstmal irgendwo hin, wo es ein bisschen sinnvoller ist. So, und zwar genau dorthin. Man soll ja nie dort schlafen, wo man auch arbeitet oder irgendwie sowas. Und hier haben wir schon mal Sand. Und dafür nehmen wir aktuell einfach mal Holz, um das abzubauen. Da wir aber mit Sicherheit noch mehr Glas brauchen, weil wir brauchen ja Glasfenster und hier drüben ist ganz viel Sand, dann bauen wir den da drüben einfach mal ab. Und schauen, dass wir uns ein paar schöne Fensterchen bauen für unsere kleine Hütte, für unsere erste Hütte und danach kann man anfangen, mal ein richtiges Projekt zu beginnen. Nicht nur hier so ein hässliches Scheißhaus, möchte ich fast gesagt haben. Das kann ja die Latrine werden. Die Latrine des Dorfs oder was auch immer wir bauen werden. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Vielleicht auch irgendeine Sehenswürdigkeit oder was ganz anderes oder irgendwelchen abgefahrenen Science-Fiction-Kram. Ich weiß es nicht. Die Möglichkeiten sind ja quasi unendlich. Ich glaube, als erstes würde ich mir gerne einen klassischen Bauernhof bauen und das bedeutet, wenn wir hier erstmal lange genug überlebt haben, werde ich dann im Internet, das Internet ist ja eine ganz tolle Erfindung, im Internet werde ich dann nachsuchen, einfach mal nach einem Bild, nach einem Bild von was eigentlich? Von einem Bauernhof, genau. Irgendein Foto von einem schönen Bauernhof, der mir auch so gefällt, wo ich auch persönlich hinziehen würde. Und genau diesen Bauernhof werden wir dann einfach so, wie er ist, nachbauen. Jedenfalls so gut es in Minecraft halt geht. Man ist ja ein bisschen beschränkt mit diesen relativ großen Blocks. Das können manche Minecraft-Klone ja besser. Da werden wir einfach mal gucken, was uns erwartet. Aber jetzt möchte ich trotzdem unser hässliches kleines Haus gerne noch mit Glasfenstern versehen und dann vielleicht noch einen Boden machen. Und dann schauen wir weiter. So. Da haben wir schon drei Gläser bekommen. Und jetzt habe ich hier noch ganz viel Sand zum Verbrennen. Hier noch ein bisschen. Ach so, okay. Also, dass wir noch ein bisschen Füllmaterial haben für unsere Fenster. Und hier können wir uns jetzt gleich noch den zweiten Glasblock abholen. Zack, da haben wir schon fünf. Das sind dann theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht ganz verirre, auch schon fünf Fenster. So, wie war das? Das. Und Glas.
So schon mal nicht, lieber Freund. Lieber Robert, so schon mal nicht. Für mich sieht das aus wie ein Fenster. Wieso, was sagt denn das Bild im Internet? In diesem oft beschworenen Internet? Fenster Minecraft. Komm, lad schneller. Wir schauen einfach mal zu, wie jemand was im Internet sucht. Ist das nicht spektakulär? Ich meine, wir könnten natürlich auch die Glasbausteine erstmal benutzen. So, hier Verwendung. Glasdurchsichtig. Eine Glasscheibe sind, boah, ganz schön viele. So übereinander und ein klassisches Fenster scheint es so, wenn ich das richtig sehe, gar nicht zu geben. Ich kann halt eine Glasscheibe bauen. Dafür brauche ich allerdings noch ein bisschen mehr. Gleich wieder einsammeln, bitte. Vielen Dank. Dafür brauche ich noch ein bisschen mehr. Um genau zu sein, ungefähr so viel. Nee, nee, hier wollte ich hin. So. Zack, 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 zack. Zack. Ach, die Anordnung war falsch. Alles klar. Na, wenn die Anordnung falsch war. 16 gibt es dafür sogar. Da ist das Minecraft-Wiki gar nicht aktuell. So. Was schön. Damit hier nicht die Fliegen reinkommen. Erstmal ein paar schöne Fenster und unser schönes Haus. So, und jetzt brauche ich hier aber trotzdem hier. Brauche ich noch ein Fenster, damit es hier nicht ganz so duster ist. Wundervoll. Wunderbärchen. Toll. Mensch, ich fühle mich ja schon richtig heimisch. Klasse. Ganz klasse. So, und weil ich mich so heimisch fühle, möchte ich gerne noch einen anderen Fußboden haben. Und dafür brauche ich aber. Bitte. Genau. So, Wooden-Shovel. Und mit der Wooden Shovel machen wir hier erstmal den Fußboden weg, damit wir da was Neues hinbauen können. Also ein richtiges Fundament. Wir haben das Haus zuerst gebaut und dann erst das Fundament. Witzig aber, ja, was soll man machen? Witzigkeit kennt keine Grenzen bekanntlich. Das hat schon Harpe Kerkeling gesungen. Dementsprechend machen wir einfach mal was Witziges. Jeder Hausbauer wird sich jetzt die Köpfe zusammenschlagen, vor allen Dingen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was macht der denn da? Der kann doch nicht so ein Haus bauen, aber das ist ja hier bloß Minecraft und nicht irgendwas anderes. So, ich brauche bitte gerne Steine. Und für Steine können wir, soweit ich weiß, hier drüben hin. Also ich meine, hier ist erstmal ein Haufen Sand, aber ich hatte doch hier direkt in der Nähe vom Haus, ah genau, da drüben, war doch irgendwie sowas, so eine Erdverschiebung aufgetaucht, genau das. Und ich brauche ja, also runterfallen wollte ich dann trotzdem nicht. Das ist interessant, das geht deutlich unter dem Meer durch. Okay, ich muss hier mal erstmal ein bisschen was wegmachen, damit wir an die guten Steine rankommen. Die guten Steine. Und wenn wir dann an den guten Steinen sind, können wir die guten Steine auch gut abbauen, um uns dann final nichts zu tun. Und final einen Fußboden zu bauen aus Cobblestone, weil es so besonders schön ist. So, ich weiß gar nicht, wie viele Cobblestones ich jetzt brauche. Schon einige. Und da, dummerweise, macht das ja die Spitzhacke nicht so lange mit. Das bedeutet, wir müssen uns zeitnah eine bessere Spitzhacke craften. Und zwar genau aus den Cobblestones, die wir hier abbauen. Das würde ich sagen, machen wir dann, wenn die hier durch ist, dann gehen wir zurück, bauen uns eine neue Spitzhacke, machen, fangen eventuell schon mit dem Boden an. Und ich glaube, dann ist die Folge auch bald schon wieder vorbei. So, zacke die zack, zack. Damit hätten wir hier schon die ein oder andere Sache fertiggestellt. Wir haben eine Behausung geschafft, immerhin. Die hat gerade keinen Fußboden, ist auch nicht so wichtig. Die hat kein Bett, die hat keinen Tisch. Eigentlich hat die gar nichts. Aber,
My home is my castle. Oder in unserem Falle, meine Latrine ist mein Castle. Hält verdächtig lange hier die Spitzhacke. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Ah, jetzt ist sie kaputt. Kaputt. So, da prügel ich doch gerne mit bloßen Händen drauf ein. Ah, da drüben. Sehr latrinmäßig. Tachhuhn. Ja, mal gucken, was wir hier so an Cobblestone. 38. Das reicht definitiv für einen Fußboden. Sag ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Übermut, der ja gar nicht mehr so jugendlich ist. Zack, 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 zack. Wow. Es hat tatsächlich genau gereicht. Wo ist jetzt die Tür? Toll. Super. Wird immer schöner hier drin, ne? Paar Fackeln noch. Machen wir aber in der nächsten Folge, wenn es die nächste Folge geben sollte. Ah, das ist ja so ein Doppeltürprinzip. Das ist, um den Angreifer zu verwirren, falls hier jemand einbrechen will. So. Zack, zack. Sehr schön. Beziehungsweise man hat auch so eine ganz kleine, wie so einen kleinen Raum. Also wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Raum hier, den könnt ihr gerne mieten. Das Haus steht ja ursprünglich in Berlin. Wir machen einen Berliner Spottpreis. Wir machen, sagen wir 300 Euro im Monat. Ne? Das klingt doch gut. So. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über einen Daumen oder ein Abo oder beziehungsweise, was ganz wichtig ist, eine Meinung in den Kommentaren sehr freuen. Wir sehen uns morgen vielleicht wieder oder übermorgen oder irgendwann danach. Ich kann es euch nicht sagen. Das müsst ihr entscheiden. Ich bin jedenfalls der Robert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und tschüss.